Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Seine Gegenvorschläge sind matt. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Da ist gerade ziemlich was los in unserem Nachbarland. In Deutschland kommt es in dieser Woche zu einem emotionalen Bruch in der Regierung. Die sogenannte Ampelkoalition ist am Ende. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber dieses Chaos in der deutschen Regierung, ich habe das Gefühl, das ging hierzulande irgendwie ein bisschen unter in den letzten Tagen. Wegen dem da. Dabei müsste uns dieser Ampel-Crash in Deutschland mindestens genauso sehr interessieren wie der Wahlsieg von Donald Trump in den USA. Die Schweiz kann sich gar nicht unabhängig machen von Deutschland. Warum es sich für uns in der Schweiz nämlich lohnt, auch bei den politischen Ereignissen in Deutschland genau hinzuschauen, das hört jetzt bei News Plus. Ich bin Romana Kaiser, schön seid ihr dabei. Lenz Jakobsen, was macht ihr da in Deutschland? Was machen wir da? Ja, wir sind alle selbst teilweise geschockt und teilweise erleichtert von dem, was da passiert ist. Das ist Lenz Jakobsen, Politjournalist in Berlin bei der deutschen Zeitung Die Zeit, und er co-hostet unter anderem den Podcast «Servus, grüezi, hallo». Dort diskutiert er mit einem Schweizer und einem österreichischen Kollegen über politische Themen aus den drei Ländern, und deshalb kennt er sich ziemlich gut aus in Beziehungsfragen zwischen der Schweiz und Deutschland. Und dazu kommen wir auch gleich. Wir bleiben aber noch ganz kurz bei der großen News dieser Woche, eben bei dem Aus der Regierungskoalition in Deutschland. Das besonders Irritierende daran ist ehrlich gesagt der Zeitpunkt. Das ist ja passiert wenige Stunden, nachdem bekannt geworden ist, dass in den USA Donald Trump wieder gewählt wurde, wo man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass das genau der Moment ist, in dem das wichtigste, größte, mächtigste europäische Land alles andere braucht, außer mehr Instabilität und eine anstehende Neuwahl und einem Wahlkampf, und auch Europa da wirklich was anderes braucht. Deshalb waren schon alle sehr überrascht davon, dass das gerade jetzt passiert. Ja, aber dass es passiert, dass diese sogenannte Ampelkoalition zu Bruch geht, das kommt tatsächlich nicht ganz unerwartet. Es kriselt nämlich schon länger in der deutschen Regierung. Ampel nennt man die Koalition übrigens wegen der Parteifarben Rot, Gelb, Grün. Das sind die Parteien SPD, FDP und Grüne. Beim Streit in dieser Regierung ging es vor allem um eines, ums liebe Geld. Und um die Frage, wie man damit haushalten soll. SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz wollte zuletzt die Schuldenbremse aufheben und neue Kredite aufnehmen für die eigene Infrastruktur und für Ukraine-Hilfen. Sein Finanzminister von der FDP aber, Christian Lindner, war da strikt dagegen. Er wollte nicht mehr Geld ausgeben. Ja, und jetzt ist eben Schluss zwischen den beiden. Am Mittwochabend lässt Scholz die Bombe platzen, und für seine Verhältnisse war das wirklich eine Bombe. Olaf Scholz, Bundeskanzler, sonst eher gefasst und nüchtern, entlässt Lindner mit einem emotionalen Statement aus der Regierung, und auch fast alle anderen FDP-Ministerinnen und Minister sind darauf zurückgetreten. Also dieser Zeitpunkt der Trennung, der hat zu reden gegeben, aber auch die ganze Emotionalität, oder? Diese Trennung, die wirkte fast ein bisschen inszeniert. Wie ist das dir gegangen? Ja, Olaf Scholz liest sogar seine Emotionen vom Teleprompter ab, ne? Also er hat hatte drei Reden vorbereitet für die entscheidende Sitzung, die am Mittwoch stattgefunden hat. Und eine dieser drei Reden lief eben darauf hinaus, dass er Christian Lindner, den Finanzminister, entlässt. Und diese Rede hat er dann gehalten, hat er abgelesen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Ich fand trotzdem den Ton nicht unpassend. Es wäre auch aus meiner Sicht schräg gewesen, wenn Olaf Scholz auch den Untergang oder sein eigenes Ende da in dieser Koalition auch noch in so einem Verwalterton wegmoderiert hätte. Er hat ja tatsächlich allen Grund gehabt, sich auch über Christian Lindner zu ärgern. Es gab ja viele, viele Konflikte. Scholz hat das ja auch erzählt tatsächlich. Er hat ja erzählt, wie Lindner selbst die Einigung in der so wichtigen Haushaltsfrage einfach wieder aufgekündigt hat. Also man setzt sich an den Tisch und verabredet was gemeinsam, wie man es macht. Und dann geht Christian Lindner raus und sagt, nö, mache ich doch nicht. Und ich finde, dass es schon angemessen ist, als Bundeskanzler das auch klar nach außen zu tragen und klar zu markieren, was da schiefgelaufen ist. Und deshalb fand ich diese Emotion eigentlich ganz wohltuend. Auch wenn man natürlich
sehen muss, dass dahinter auch parteitaktische Gründe stehen. Also mit dieser Rede hat der Wahlkampf begonnen. Aber ja, ich bin gespannt, welche Emotionen da jetzt überwiegen werden in nächster Zeit. Also ob man sich auch noch viel mit dem Ampelaus beschäftigt oder ob die Leute auch einfach nur sagen, oh, ist gut, dass es vorbei ist, was kommt bloß danach? Gut, dass es vorbei ist mit Rot-Gelb-Grün, das hat sich wohl auch der eine oder die andere in Deutschland gesagt. Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Regierung ist groß, das zeigen Umfragen. Und eine ganz neue Umfrage zeigt auch, dass jede Zweite sich möglichst schnell jetzt Neuwahlen wünscht. Jetzt in den Schweizer Medien sind die US-Wahlen und Trumps Wiederwahl das viel größere Thema, gab viel mehr zu reden. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Was dominiert da die Medien? Ja, wir haben den USA ungefähr einen halben Tag Zeit gegeben auf den Aufmacherplätzen in den Medien. Danach haben wir das durch deutsche Politik abgelöst. Dass das in der Schweiz anders ist, halte ich auf eine gewisse Art für nachvollziehbar. Erstens einfach aus medialen, journalistischen Gründen, weil die Präsidentschaftswahl ja absehbar war und man darauf vorbereitet war und auch entsprechend das mediale Programm orchestrieren konnte und Dinge vorbereiten konnte und das jetzt nochmal abgefahren wird. Und auch, weil die USA natürlich immer noch das mächtigere Land sind im Vergleich zu Deutschland und die Trump-Wahl natürlich auch letztlich spektakulärer ist als das Ende einer Koalition in Deutschland. Obwohl sie eigentlich auch gerade ziemlich spektakulär ist, was da in Deutschland passiert. Diese Trennung ist ungewöhnlich emotional, wir haben es vorhin gehört. Aber es sind schon nicht nur die Medien, habe zumindest ich das Gefühl. Also wenn ich da so an die letzten beiden Tage zurückdenke, da gab es in meinem Umfeld eigentlich nur ein Thema, die Wahl von Donald Trump. Das Chaos in der deutschen Politik? Nope. Und ich frage mich, ist das jetzt einfach eine Timingfrage oder ist es vielleicht auch grundsätzlich so, dass wir uns in der Schweiz einfach nicht so sehr für die deutsche Politik interessieren? Lenz? Ja, wir sind halt langweiliger als die Österreicher und wir sind nicht so wichtig wie die Amerikaner. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch grundsätzlich etwas komplizierter ist, sich in ein politisches System reinzudenken, das halt anders funktioniert als das bei uns. Auch wenn unseres eigentlich auch nicht ganz so einfach ist. Aber es ist halt anders und es ist vor allem auch komplexer als das Entweder-Oder-Prinzip in den USA, wo es ja eigentlich nur zwei Parteien gibt. Und trotzdem, hinschauen sollten wir in der Schweiz eben schon, findet Lenz Jakobsen, weil... Wenn Deutschland hustet, dann hat die Schweiz Schnupfen. Das ist ein Spruch, den ich meinem Kollegen Matthias Daum hier aus der Schweiz geklaut habe. Einfach weil Deutschland so groß ist, dass auch wirtschaftliche Veränderungen in Deutschland, die an sich vielleicht gar nicht so gigantisch sind, Auswirkungen auf die Schweiz haben. Die Schweiz kann sich gar nicht unabhängig machen von Deutschland. Also sie kann nicht so tun, als würde das, was in Deutschland passiert, sie nicht betreffen. Das könnte sie sich davon freimachen. Sie muss sich dazu in irgendeiner Form verhalten. Das ist das Schicksal von kleineren Ländern. Und auch wenn die Schweiz wirtschaftlich stark ist, ist sie ja nicht so stark wie Deutschland. Das ist einfach, weil Deutschland viel größer ist. Okay, machen wir eine kurze Einordnung, wie stark denn die Schweiz mit Deutschland wirklich verbunden ist. Ein paar Beispiele. 2023 gingen 15,5% aller Schweizer Exporte nach Deutschland. Bei den Importen in die Schweiz beträgt der deutsche Anteil sogar einen Viertel. Deutschland ist damit der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Dann gibt es insgesamt mehr als 200 politische Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. Das schreibt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA. Und dabei geht es nicht nur um die Handelsbeziehungen. Deutschland ist zum Beispiel auch der wichtigste Partner der Schweiz im Bereich Bildung, Forschung und Innovation, heißt es beim EDA. Also die politischen Beziehungen sind eng, die Abhängigkeit groß. Aber nicht nur deshalb lohnt es sich vielleicht hinzuschauen, was da gerade passiert bei diesem Regierungsstreit, bei dieser Sache mit dem Haushalt, mit dem Geld. Vielleicht gibt es ja auch politisch was abzuschauen. Was Deutschland politisch ja lange gemacht hat, ist, dass die eigentlich Kompromisse geschlossen haben, indem sie alles mit Geld zugeschüttet haben. Also immer wenn irgendwer was wollte in der Regierung, seien es jetzt zwei oder drei Parteien, dann hat man einfach mehr Geld ausgegeben, weil das Geld ja lange Zeit auch mehr oder weniger da war. Wir haben ja einen sehr, sehr langen Wirtschaftsboom in Deutschland hinter uns. So. Und das geht jetzt nicht mehr. Daran ist diese Regierung gescheitert. Da ist quasi ein Modus zu Ende gekommen. Also dieser Modus des, wir schließen Kompromisse, indem wir einfach mehr Geld ausgeben. Und das ist ja, wenn ich mich nicht täusche, auch ein Modus, der in der Schweiz auch recht gut eingeübt ist in der Politik, wo man ja noch viel mehr auf Kompromisse angewiesen ist aufgrund des politischen Systems. Und ich will jetzt nicht unken, in der Schweiz sieht es nicht danach aus, als würde das Geld jetzt in naher Zukunft ausgehen. Aber das ist ja auch nicht gesagt, dass es immer so weitergeht. Gerade wenn man zum Beispiel wirtschaftliche Probleme kriegt, weil es in Deutschland auch schlechter läuft. Und da kann die Schweiz, glaube ich, aus dem Blick nach Deutschland lernen, wie
problematisch es ist, wenn man alles über Geld löst und dass man einen anderen Kompromissfindungsmodus braucht. Und dass man besser daran werden muss, Kompromisse zu finden, die nicht nur darauf basieren, einfach mehr Geld auszugeben. Also die wirtschaftliche Abhängigkeitsbeziehung, die ist stark zwischen Deutschland und der Schweiz. Jetzt sind wir aber auch gesellschaftlich Deutschland sehr nah. Da gibt es viele Berührungspunkte im Alltag. Viele Menschen aus Deutschland leben auch in der Schweiz. Was macht diese Regierungskrise in Deutschland jetzt mit den Schweizerinnen und Schweizern? Ja, das wüsste ich auch gerne. Da können wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal drüber reden oder einfach mal schauen, was es mit den Schweizerinnen und Schweizern macht. Ich will nicht sagen Befürchtung, aber meine Vermutung wäre, dass es ihnen das Gefühl gibt, dass sie es eigentlich ganz gut haben und dass sie vielleicht auch selber nicht so viel tun müssen. Also je chaotischer Deutschland aussieht, desto friedlicher, ziviler und zufriedener sieht die Schweiz natürlich aus im Vergleich. Ich glaube, das Problem wäre, wenn man daraus folgern würde, dass man deshalb auch nichts tun muss in der Schweiz. Also dass schon alles einfach so weiterlaufen kann, wie es sowieso schon immer läuft, dass es hier nichts zu ändern gäbe, das kann man, glaube ich, aus dem deutschen Chaos nicht schließen. Also das Interessante an den deutschen Problemen und an dem, was da jetzt passiert, ist ja auch, dass Deutschland es wirklich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte versäumt hat, bestimmte Dinge rechtzeitig anzugehen. Also die Energieabhängigkeit von Russland, die Rückständigkeit der deutschen Autoindustrie, möglicherweise sagen zumindest viele auch bestimmte Probleme in der Migrationspolitik. Das wurde einfach zu lange schleifen gelassen, weil man sich den Problemen nicht stellen wollte und sich stattdessen ausgeruht hat. Und wenn die Schweiz quasi als Konsequenz aus dem Blick auf das deutsche Chaos den gleichen Schluss für sich zieht und sagt, ja, dann müssen wir auch nichts tun und bei uns wird schon alles gut gehen und es funktioniert ja schon, dann könnte sie natürlich in ein paar Jahren oder Jahrzehnten, ich will nicht sagen die gleichen Probleme haben, aber durchaus schärfere Probleme haben als jetzt. Wir in der Schweiz sehen jetzt also quasi in Echtzeit bei unseren Nachbarn, bei unseren Nachbarinnen, was passieren kann, wenn man Probleme auf die lange Bank schiebt, sagt Lenz Jakobsen. Und womöglich lasse sich daraus etwas ableiten für die eigene Politik, für die eigenen Entscheidungen. Wie geht's weiter in Deutschland? Nach dem Ampelcrash stehen Neuwahlen an, wann genau ist aber noch nicht klar. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck aber hat das Rennen und den Wahlkampf bereits eröffnet und er hat sich auf Social Media als Kanzlerkandidat positioniert. Es bleibt spannend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde die nächsten Monate durcharbeiten, das ist klar. Und noch kurz ein Ausblick oder aus deiner Sicht, Lenz, was würde Deutschland politisch denn jetzt gut tun? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also jenseits der Standardantworten, dass es eine seriöse Politik braucht und man sich nicht den populistischen Versuchungen und so weiter hingeben sollte, würde ich es für wichtig halten, dass nicht nur an Parteipolitik Erwartungen gestellt werden und Parteien irgendwelche Dinge anders machen sollen oder lösen sollen, sondern dass auch Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass diese Krise, die wir gerade in Deutschland erleben, auch sehr viel mit ihnen selbst zu tun hat. Nicht mit ihnen individuell, aber mit ihren Erwartungen an Politik, mit ihren Vorstellungen davon, wie viele Kompromisse Parteien, die zusammen regieren, eingehen müssen. Auch daran ist diese Ampelregierung ja gescheitert. Also ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland ein größeres Verständnis dafür gibt, dass die Zeiten von es regieren zwei Parteien zusammen und alles läuft so einigermaßen rund und niemand muss Zugeständnisse, größere Zugeständnisse machen und Politik das einen in Ruhe, dass diese Zeiten vorbei sind und man deshalb sich möglicherweise selbst mehr einbringen muss oder toleranter werden muss gegenüber den Verheerungen, Konflikten und Problemen, die mit dieser neuen Zeit leider einhergehen. Hinschauen lohnt sich und hinhören auch bei News Plus, finden wir. Falls ihr das auch so seht, freut uns das sehr. Und falls ihr Lust habt, gebt uns doch auf Spotify ein paar Sternchen, damit wir mit unserem Podcast noch mehr Menschen erreichen können. Ihr erreicht uns jederzeit mit euren Inputs oder Fragen auf newsplus@srf.ch oder auch zum Beispiel per Sprachnachricht an 076 320 10 37. Das Newsplus-Team von heute sagt Tschüss. Das waren Produzentin Selin Raval und ich, Romana Kaiser. Bis gleich.